Hallo Welt, hier ist Grenz für 3 und 4 mit der Binding of Isaac Rebirth. Ja, ich bin nur noch gewillt, mit Eve endlich mal zu gewinnen. Also machen wir das jetzt. Na, Eve, was mache ich nur mit dir? Könnte Bombe gebrauchen, aber natürlich keine. Ich kann schon mal kurz sagen, dass ich in so 10 Minuten etwa noch mal kurz weg muss. Also die Aufnahme kurz pausieren. Aber das wird hoffentlich nicht allzu lange dauern. Huch, was bist du denn? Dark Bam. Okay. Ich kann mir schon denken, was der macht. Au. Fliegen. Genau. Na gut. Das ist halt ganz praktisch, wenn man mit dem Charakter spielt, der sowieso wenig rote Herzen hat. Oder mit einem, der gar keine roten Herzen hat. Ja, die habe ich auch nicht freigeschalten. So. Der Raum ist auch leicht, wenn man ein bisschen aufpasst, was man macht. Na komm. Ah, sowas mit Joystick zu spielen ist, macht Spaß. Weil man einfach so schön im Kreis laufen kann. Das geht mir das zu tun nicht so leicht. Hast du was für mich? Nee, okay. Die Typen. Okay, das war einer. Und 3 und eine Bombe, nice. Da gehe ich noch mal zurück. Ja, ist auch ein Blaufelsen, aber ich will den hier springen, denn hier ist was Cooles noch dahinter. Und eine Pille, und die enthält Baumsaki. Na gut. Ich will das mal ausprobieren, das habe ich nämlich in einem Video gesehen. Jo. Aber die sitzen genauso weit auseinander, dass eine Bombe natürlich nicht reicht. Ne? Sonst wäre es auch zu leicht gewesen. Na gut, jetzt kann ich hier noch sprengen. Bin weiter vor das Herz, okay. Spinnen. Na komm. So. Mehr Bomben. Na gut. Ja, na komm. Und das ist der Boss. Na gut. Das war nett. Hallo Monstro plus Anhang. Na komm, stopp. Stopp. Bitte. Bitte. Ach, Monstro, please. Halt still, dass ich töten kann. Ah ja, und ich weiß übrigens mittlerweile auch, dass die Bomben von Fetus in a Jar neuerdings, also Dave Rebirth, mit der Stärke zusammenhängen von dem Charakter. Was ganz interessant ist. Im normalen Isaac haben die Fetus-Bomben einfach so viel Schaden gemacht wie normale Bomben. Au. Und ich empfehle gute Chancen auf den Deal mit dem Teufel, mit den ganzen blonden Herzen, die wir haben. Und falls Monster jemals sterben sollte. Ne, haben wir nicht, erst nochmal Meat. Oder Meat! So.
Ich was dafür? Nö. Mit Eve, dies mit der Teufel sind ja ganz praktisch, dass man auf 0 rote Herzen kommt. Dass man entsprechend den Fluch die ganze Zeit aktiv hat. Na gut. Der explodiert. Na gut. Die Kille ist Range Up. Na gut. Ja. So. Oh, Kettenreaktion. Verdammt. nicht ins Feuer. Ihr seid noch zu jung, um zu sterben, Hopper. Au. Na gut. Infamy. Droppt der Dämonenbettler generell blaue Herzen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Na gut. Eine Pille mit Paralyse. Ist das Monstros Zahn echt? Das Spiel will mir gerade keine guten Items geben. Na gut. Ich geh mal halt hier lang. Ich kann nicht treffen. Verdammt. So. Ja. Ich muss nur noch rausfinden, wo man zur Katrunde gekommen ist. Aber scheint irgendwas getötet zu haben. So im Kleinen wahrscheinlich, wie das klang. Natürlich, was denn sonst? Sonst wäre man vorher praktisch. Stopp. Danke. Oh, eine Tarotkarte. Der Joker, na gut. Der Ziegenkopf. Weißt du übrigens, was der Ziegenkopf mittlerweile macht? Der bewirkt, dass man jetzt in jedem Stockwerk nach dem Boss garantiert einen Team mit dem Teufel bekommt. Also ja. Ganz praktisch, wenn man vorhat, viel Teams mit dem Teufel zu machen. Oder halt, wenn man das außerhalb von dem Bosskampf vom Team bekommt. Wird das eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass man den Engel kriegt. Aber jetzt bekomme ich halt keinen Engel mehr, weil einmal die mit dem Teufel, da ist das ja vorbei. Die Chance. Aber hey. Habe schon gesagt, mit Eve ist es gar nicht so schlecht, wenig rote Herzen zu haben. So. Viel zu viele Häufchen hier drin. Nicht schlecht. Gut. Verfolgt ihr mich? Ein bisschen so irgendwie, ja. Oh. Ich muss kurz weg, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Oh, hier, bitteschön. Tatsache, immer blaue Herzen. Na gut. Der Boss ist Larry Junior. Da. Quatsch. ich mag dieses Item eigentlich. Ich meine, es gibt definitiv besseres, aber es ist ganz cool. Na komm, LJ. So. Satan. Das ist doch nicht schnell für mich. Moment, ich muss probieren.
Welche Klasse war das, die hier? Okay, das passiert nichts. So. Man muss ja mal probiert haben. Wie ich selbst in der Animation hier den Vogel auf dem Kopf hat. Cool. Curse of the Blind. Natürlich, was denn sonst? Ich hab genug Katzen. Du mich aufs Spiel. Ich tue es. Ich habe immer noch Basisschaden. Ich mach gerade was abgewehrt. Schön. So. Da lege ich mal eine Bombe. In den Pilzen nehme ich mal manchmal Film drin sein. Ja, bitteschön. Was ist ein halbes Herz gerade? Das so aus. Ja. Spinnen! Spinnen, Spinnen, Spinnen! Kann ich gar nicht leiden. Vor allem, wenn ich fast keinen Schaden mache. Natürlich. Headless Baby. Ach so, das Ding. Okay. Hallo. Will ich an euch rankommen? Hallo? Na gut, das ist eine Lösung. Los, Vogel. Dein Auftritt. Oder auch nicht. Und wo? Danke. Und noch so. Explosions. Na gut. Oh, Menno. Ne. Gut, das ist natürlich eine Auflösung. Erstmal das Feuer schieben. Ach, Geld, da kann ich mir nicht leisten. Also gehe ich wieder. Dadurch. Und das ist schon der Boss. Spinnen. Spinnen mag ich nur, wenn sie mich kämpfen. Ups. Da! Ich verstehe, warum das einfach daneben geht. Gut, ein Herz. So. Was ist Piep? Yo, was geht? Darauf habe ich gewartet. Ja, Pau. Au. Es ist so dumm, wenn man keinen Schaden macht. Und vor allem, wenn man null Schadens-Upgrades bekommt. Oh. Wenn sich rümmert, die Sterne kaputt machen, Piep. Aber darauf hat er sie erst wohl null Lust. Naja.
kann man auch nicht übel nehmen, richtig. Oh. Ich vertraue der Maske kein bisschen, ehrlich gesagt. Na gut. Item ist Rotten Meat, mehr HP, na gut. Ja, bitteschön. Und Satan hat Fragezeichen. Dark Matter, 4 Shots, na gut. So, nächstes Stockwerk ist Katakomben wieder. Ja, natürlich. Das sind explodierende Spinnen, okay. Warum nicht? Ich muss sagen, dieser Demon-Bomb ist gar nicht so schlecht. Ich meine, er generiert blaue Herzen, was nur mehr. Ah, so cool. Okay. Los ist. Da lang. Und die Karte ist Tour of Clubs. Hebe ich mir auch noch ein bisschen. Ich habe übrigens immer noch kein einziges Damage abbekommen. Ja, gut, hätte ich nicht haben wollen, aber egal. Das ist der Shop, ich habe immer noch nicht genug Geld. Wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, um mir was zu kaufen, ist es vorbei. Zum Kaufen. Dass keine Shops mehr dann kommen. Hey, eine Münze. Yay, Münze. Genau, flüchtet. Niedere Gegner. So. Na gut, zurück. Okay. Ein verschlossener Raum, wo ich nicht weiß, was die machen. Ich habe nur 2 Schüsse, da gehe ich jetzt nicht rein. Ihr macht sowieso, was ihr wollt, ist egal, ob ihr euch Angst einflößt oder nicht. Na gut, hier ist noch ein Schlüssel, kann rechts sein. Eine Bombe für eine Tarotkarte? Was ist das denn? Butterbean. Okay, nö. Ein Herz. Na gut. Ah. Made, damit. Die habe ich nicht gesehen. Und das zweite ist das Ding. Rosary Beat Face. Ab, ich bin gleich tot. Warum schießt ihr? Huh.
Moment, nein. Zurück. Schauen wir uns mal eine Challenge an. In life gift gives you lemons. Beans is in the cards. The roll, the savvy. Waka waka, the host. Machen wir the host. Das klingt nach Fliegen. Und Spinnen. Jo, ich spawne Fliegen. Und was noch so? Ja. Ich habe Infestation und Mulligan. Na gut. Jetzt muss ich wieder Pause machen. Moment. Abbruch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Garon, irgendwas.